Hallo, ich bin der Daniel von ichkoche.at. Ich bin zu Gast heute beim Adi in der ersten Kanunt- und Grillschule. Und heute beschäftigt uns die Frage, was ist ein Rapp und wie verwendet man es und wofür verwendet man es? Also ein Rapp ist für mich eine Gewürzmischung, die sehr individuell nach Geschmack, ja, nach Schärfe, nach Exotik zusammenstellbar ist. Ja. Also ich sage, jeder macht sich einen Rapp selber, man braucht ein Mörser dazu. Man braucht ein bisschen ein grobes Meersalz dazu, man braucht einen braunen Zucker. Das sind zwei so Komponenten, sollten immer drin sein. Und dann kann man sie spülen. Ob das jetzt der Koriander ist, Senfkörner, Oregano, getrocknete Kräuter der Provence, ja, ein bisschen Kreuzkümmel, Chili. Das ist jetzt jedem selbst überlassen. Ob ich jetzt noch gesagt, ich mache einen Rapp mehr gemüselastiger oder kräuterlastiger. Die Raps quasi haben ja schon quasi die böhmische Küche gemacht. Die haben das Gemüse einfach getrocknet. Und das getrocknete Gemüse, also zuerst kurz geräuchert, dann getrocknet, dann das ganze Gemüse fein aufgemahlen und das haben sie eigentlich schon damals als Suppenpulver verwendet. Ja. Das war ja schon dann das getrocknete Gemüse geräuchert zum Suppenkochen und diese Basis, ja, das ist eigentlich dann mit den Auswanderern nach Texas gegangen und diese ganzen Raps und das alles, ja, ist eigentlich von der böhmischen Küche der Ursprung, das getrocknete, geräucherte Gemüse fein gemahlen. Und wir nehmen das heute her, ja, dass wir einfach sehr viele Kräuter, Gemüseraps, Salz, Chili-Raps, ja, verwenden, zu unserem Fleisch einmassieren, einreiben. Ob ich das Fleisch dann jetzt dann hergehe, mit Bier übergieße und dann marinieren lasse, ist eine Möglichkeit. Und ob ich jetzt dann diese Raps, ja, mit naturtrüben Apfelsaft, Ananassaft, ja, quasi unterm Grillen über mein Fleisch drüber pinsle und immer wieder verschiedene Schichten dadurch erreicht, durch die Verkrustung und das, und immer mehr Geschmackserlebnis habe. Ja. Das ist dann jedem überlassen, wie er es will. Eine Gewürzmischung ist für mich die Basis zum Grillen. Fleisch einreiben, Fleisch marinieren und Fleisch quasi damit, ja, würzen, ja, Ende nie bei der Rappgeschichte. Was wäre jetzt, wenn man sagt, ich bin eigentlich nur ein relativer Neuling, was wäre jetzt so eine Basisgeschichte, wo ich sage, mit dem kann ich schon einmal arbeiten? Eine Basisgeschichte ist klassisch, ja. Brauner Zucker, grobes Meersalz, ein bisschen Chili, Kräuter der Provence und ein bisschen Paprikapulver, edelsüß, ja. Ob man jetzt einen geräucherten Paprika nimmt oder ist, ist je nachdem. Und das ist einmal Basis für Händeln, für Schweinefleisch, ja, sprich den klassischen Schopfbraten, das Bierdosenhändel oder das Grillhuhn, ja. Das ist einmal schon eine tolle Geschichte, ja, wenn man so eine kleine Basis hat, ja. Und man kann Raps machen bis zu 30 verschiedenen Gewürzen. Man kann für mich auch, ja, sehr wichtig, seine Vorlieben. Der eine sagt, ich will gern Curry, ich möchte mehr Kräuter, wie mehr Rosmarin drin, ein bisschen Oregano, ein bisschen mit Thymian spülen, ein bisschen Knoblauch dazu. Also jeder kann sich seine Raps zusammenstellen, es ist alles erlaubt und man kann nichts falsch machen. Probieren, machen und dann passt's. Das ist super, also deswegen ran an die Gewürze, ran an den Mörser und das eigene Rapp machen. Vielen Dank. Super, danke.